Hey Caro, ich finde es cool, dass wir Philipp Tanzer für unseren Podcast interviewt haben. Das ist auf jeden Fall eine sehr spannende Kombination. Ein ehemaliger schwulen Pornodarsteller, der jetzt Mitglied einer konservativen Familienpartei in Schottland ist. Es war total interessant, seine Meinung zur LGBT-Community und der Men's Right-Bewegung zu hören. Vor allem, weil er ja in beiden einen Background hat. Spannende Sache. Mit Philipp Tanzer. Und ja, wir möchten einfach ein bisschen reden über Identity Politics. Und du hast einen super spannenden Hintergrund darauf bezogen. Deswegen wäre es für uns erstmal interessant, wenn du dich kurz vorstellen könntest. Hallo, mein Name ist Philipp Tanzer. Ich bin 44 Jahre alt. Ich bin in Pforzheim geboren worden. Habe bis zu ungefähr meinem 20. Lebensjahr in Pforzheim gelebt. Und als ich 34 Jahre alt war, bin ich nach Schottland gezogen, wo ich jetzt seit 10 Jahren lebe und eine Karriere habe als Friseur, Massagetherapeut und Künstler, und ich vermiete eine Ferienwohnung. So, das ist der langweilige Teil meiner Geschichte. Der interessante Teil meiner Geschichte ist, nachdem ich relativ gut behütet und gut bürgerlich aufgewachsen bin, ist das Ganze ein bisschen eskaliert, als die Ehe meiner Eltern zerbrochen ist, ungefähr als ich 10 Jahre alt war. Und meine Mutter ist mit einem südafrikanischen Waffenhändler durchgebrannt, der für die damalige Apartheid gearbeitet hat. Und als ich 16 Jahre alt war, ist diese Beziehung zerbrochen, und das führte dazu, dass der zweite Mann meiner Mutter sowohl meine Mutter als auch sich selber getötet hat, beide erschossen. Und ja, zu dieser Zeit war ich allerdings in meinem eigenen Leben auch schon ungewöhnlich, könnte man sagen. Ich bin sehr großer Fan von Alice Cooper, Prince und Marilyn Manson geworden, und ich sah auch so aus. Das heißt, ich sah aus wie eine Mischung aus diesen drei Charakteren. Ich war auch schon damals sehr spirituell, habe mich sehr für Philosophie interessiert. Ich habe mich als asexuell mit einer Tendenz zu Männern definiert. Und ja, ich war auch zu dieser Zeit ein ausgeprägter Pazifist. Allerdings war es mir immer wichtig, dass all meine Überzeugungen, meine ganzen Ideen getestet werden durch die Außenwelt. Und da ich ausgeprägter Pazifist war und gegen das Militär war, bin ich dann zur Bundeswehr gegangen. Das war ja ein normaler Wehrdienst, und ich bin dann letztendlich für 3 Jahre beim Militär gewesen und habe festgestellt, dass meine Ansicht gegenüber dem Militär vollkommen falsch war. Und das war eine sehr prägende und eine sehr tolle Zeit für mich. Und während dieser Zeit habe ich mich allerdings auch immer mehr von der Gesellschaft dahin gedrängt gefühlt, meine Sexualität ein Label zu geben. Also wenn ich gesagt habe, ich bin asexuell, zu Männern tendierend, haben alle immer gesagt, du bist also schwul, du bist schwul, du musst stolz darauf sein, schwul zu sein. Und das ging mir irgendwann auf die Nerven, und dann habe ich gesagt, naja, wenn ihr damit besser klarkommt, dann bin ich halt schwul. Und ich bin dann, schon während ich beim Militär war, war ich immer mehr in der LGBT-Community unterwegs, habe allerdings auch die Probleme dieser Community in Bezug auf Drogen, ungeschützten Sex und so weiter gesehen.
Und ungefähr im Alter von, ich glaube, 26, 27 Jahren habe ich auch eine leitende Stellung sozusagen in der schwulen Bewegung eingenommen. Ich bin gewählt worden zum German Mr. Leather, dem offiziellen Repräsentanten der schwulen Leder- und Fetisch-Community. Das ist eigentlich eine sehr sexuelle Position, würde ich sagen, aber ich habe zu dieser Zeit überhaupt keinen Sex gehabt. Das heißt, ich war eigentlich immer noch asexuell und habe diese Position aber genutzt, um gegen Drogen, gegen ungeschützten Verkehr und gegen Diskriminierung innerhalb der schwulen und LGBT-Community zu propagieren oder zu arbeiten. Das habe ich für ein Jahr gemacht, war aber auch extremst anstrengend und ich wollte danach erstmal mit der LGBT-Community nicht mehr viel zu tun haben. Und 2 Jahre später, weil ich das Geld brauchte, bin ich dann allerdings wieder mit einem Kopfsprung in die Community gegangen, und zwar als schwuler Pornodarsteller. Und ich möchte wieder darauf hinweisen, dass ich eigentlich mit Sexualität nicht besonders viel am Hut hatte. Das heißt, es war relativ experimentell für mich dann, Pornodarsteller zu sein. Und ich war dann 3,5, 4 Jahre Pornodarsteller. Und habe dann aber angefangen, mich wieder Frauen zu öffnen, und habe im Alter von 32 Jahren habe ich wieder Beziehungen mit Frauen angefangen, und seitdem habe ich einen starken Fokus darauf, eine Familie zu gründen und praktisch rein heterosexuell zu leben. Und ich bin, seit ich in Schottland lebe und gerade in den letzten paar Jahren, habe ich mich immer mehr politisch auch eingesetzt im Bereich Familie und sozial gesehen konservative Werte zu propagieren und zu stärken. Und ich bin auch extrem stark unterwegs im Bereich des Männerrechts, was Sorgerecht angeht, was Selbstmordrate angeht, psychische Probleme, unter denen vor allem Männer leiden und ähnliches. Ja, erstmal vielen Dank für diese Einleitung. Ja, vielleicht Murray, möchtest du gleich mit der ersten Frage einsteigen? Du bist Mitglied der Scottish Family Party, einer konservativen Familienpartei. Dabei interessiert uns, wie sie auf dich reagiert haben, also die Partei beigetreten bist. Also wie war die Reaktion auf deinen Hintergrund? Also ich bin Mitglied geworden bei der Scottish Family Party, gerade weil sie der LGBT-Community gegenüber sehr, sehr kritisch eingestellt sind, vor allem im Bereich LGBT in der Schule. Also wenn jetzt zum Beispiel im Sexualkundeunterricht und auch in allen anderen Unterrichtsfächern LGBT-Lebensweisen propagiert werden. Also bei uns in Schottland ist es jetzt so, dass zum Beispiel im Matheunterricht, im Englischunterricht, im Erdkundeunterricht, dass in all diesen Fächern LGBT unterrichtet werden muss. Das heißt, zum Beispiel, dann muss man ausrechnen, wie viel Prozent der Regenbogenfahne rot und gelb sind. Das klingt total, also das klingt, man kann zum Beispiel auch Davids Väter gehen einkaufen. Davids Vater Nummer 1 kauft das ein. Davids Vater Nummer 2 kauft das ein. Wie viel haben Davids Väter eingekauft? Also es wird wirklich ziemlich zwanghaft reingeschoben in alle Unterrichtsfächer in Schottland. Und dadurch, dass ich selber starke Erfahrungen habe im Bereich der LGBT-Community und auch sehr viel über den Bereich Pornografie weiß, und ich bin ziemlich negativ gegenüber Pornografie eingestellt. Deswegen habe ich mir gedacht, ich bin eine... ich kann der Scottish Family Party Wissen
ich kann den Wissen beisteuern, was andere Leute nicht beisteuern können, und zwar gelebtes Wissen. Das bedeutet, dass das Problem, was du aber auch die Family Party siehst, ist mehr, wie die Community sich nach außen gibt, also wie sie kommuniziert und wie sie gesellschaftlich behandelt wird, als jetzt der Fakt selber, dass die Leute schwul oder lesbisch sind? Nun, ich denke, dass ich habe ein größeres Problem mit der Community als die Partei, einfach dadurch, dass ich so tief in der Community drin war und weil ich dort sehr, sehr viele Probleme gesehen habe, die in den letzten paar Jahren massiv politisiert wurden. Also damals, als ich Teil der LGBT-Community war, da war zum Beispiel das Q für queer noch nicht vorhanden. Es gab natürlich eine queere Bewegung, aber das war eine sehr kleine politische Minderheit, und die hat mittlerweile eigentlich die ganze LGBT-Community übernommen, ist aggressiv politisch, linksextrem politisch, und würde ich sagen, es geht jetzt nicht mehr darum, wen man liebt, sondern da wird das Privatleben politisch ausgeschlachtet. Und ich denke, dass das im Bereich der Bildung zum Beispiel nichts zu tun hat, und auch im Bereich der Medien wird es einfach mittlerweile zu viel. Und ich habe große Angst davor, dass durch diese Überrepräsentation von LGBTQ-Lebensstilen in den Medien und in der Bildung, dass dadurch eigentlich Homophobie wieder ausgelöst wird in der Gesellschaft. Das ist meine persönliche Meinung. Die Meinung der Partei ist, die sind im Bereich LGBT neutraler. Sie wollen es nur aus der Bildung größtenteils raus. Und sie wollen, dass traditionell heterosexuelle Familien wieder mehr gestärkt werden und dass das wieder mehr in den Fokus der Politik gesetzt wird, was zum Beispiel Steuererleichterungen geht für Eltern und Ähnliches. Das heißt, was wären so Kernpunkte, wo du sagst, das fändest du gut, wenn sich das in Zukunft ändert, also auch innerhalb der Community? Nun, innerhalb der LGBT-Community, eigentlich wünschte ich, dass es die Community nicht mehr gäbe. Das Ziel der LGBT-Community war es ursprünglich mal, für die Rechte der Individuen zu kämpfen. Aber diese Rechte sind schon seit extremst langer Zeit erreicht worden, aus meiner Sicht. Im Gegenteil, ich würde sagen, dass die meisten LGBT-Leute Privilegien haben, die andere Leute nicht mehr haben. Und eigentlich hätte es das Ziel sein sollen, dass, wenn wir gleiche Rechte haben, dass sich die LGBT-Community auflöst. Aber die Community ist immer aggressiv politischer geworden. Und das finde ich sehr unangenehm. Ich hätte es schön gefunden, wenn LGBT-Individuen einfach ganz normaler Teil der Gesellschaft werden, allerdings auch nicht aggressiv für Repräsentation, also für permanente Repräsentation oder Überrepräsentation kämpfen. Meiner Meinung nach war das in den 90er Jahren schon erreicht, und seitdem ist es einfach viel anstrengender geworden. Hm. Hast du da wirklich gar keine Daseinsberechtigung mehr? Weil ich meine, es klar, auch wenn es in vielen Bereichen mittlerweile schon akzeptierter ist und teilweise auch schon seit den 90ern, wie du gesagt hast, akzeptierter ist, gibt es ja definitiv auch noch Kreise, wo das eben nicht so akzeptiert ist, und auch zum Beispiel Familien, bei denen das einfach nicht akzeptiert ist. Und ich meine, so Leute suchen natürlich auch gegenseitigen Support, und das endet natürlich meistens dann in der Community, wo man sich dann halt auch gegenseitig helfen und austauschen kann. Das heißt, wäre es da nicht auch noch auf jeden Fall ein Punkt, wo man sagt, das hilft einfach Leuten auch, und es geht eben nicht nur um diesen politischen Aspekt? Und vielleicht wäre es ja dann auch sinnvoll, die Probleme, die du auch für dich so siehst, vielleicht auch eher von innen heraus in der Community zu thematisieren und sie zu beheben, anstatt jetzt zu sagen, die Community an sich macht keinen Sinn mehr. Das ist ein sehr guter Punkt.
Da gebe ich dir auch recht. Allerdings habe ich das gesehen in der LGBT-Community, dass ein gutes Beispiel ist, sind die AIDS-Hilfen. Als ich angefangen habe, in der LGBT-Community aktiv zu sein, haben die AIDS-Hilfen eigentlich noch eine gute Arbeit gemacht und haben Kondome verteilt und haben Leute davor gewarnt und haben gesagt, bitte beschützt euch, macht keine Dummheiten. Das hat sich dann aber in den 90er Jahren schon stark gewandelt und dann ging es nicht mehr darum, schütze dich, sondern es ging nur noch darum, akzeptiert und respektiert HIV-Positive. Und Leute mit HIV wurden zu einer Lobbygruppe in diesen Bereichen und haben eigentlich dann dazu geführt, dass Leute keine Kondome mehr benutzt haben und dass ungeschützter Verkehr normalisiert wurde und jetzt ist es gang und gäbe. Und das habe ich immer wieder in der LGBT-Community gesehen, dass zum Beispiel Mental Health-Probleme oder Drogenprobleme wurden komplett unter den Teppich gekehrt und da war keine Hilfe. Jedes Mal, wenn jemand Mental Health-Probleme hatte, wurde gesagt, das liegt einfach nur daran, dass wir in einer heteronormativen Gesellschaft leben und dass Schwule immer noch Diskriminierung erleiden. Das ist aber meiner Meinung nach entweder eine glatte Lüge oder eine Übersimplifizierung der Probleme von Individuen und dadurch haben die Individuen eigentlich überhaupt keine Hilfe bekommen, sondern sind dadurch, dass sie in einer schwachen Situation waren, wenn sie zum Beispiel aus einem christlichen oder muslimischen Hintergrund kommen und sie verständlicherweise Hilfe brauchen, sind sie dann in eine Subkultur geraten, die ihnen teilweise Hilfe gegeben hat, teilweise aber in eine Abhängigkeit gezogen hat und in potenziell gefährliche Verhaltensweisen, also ungeschützter Verkehr und so weiter. Ich denke, man kann das vergleichen mit Leuten, die, sagen wir mal, drogenabhängig waren oder mentale Probleme haben und die dann von Scientology aufgegriffen werden. Ich möchte nicht 100% gegen jede LGBT-Vereinigung sprechen, weil es gibt natürlich auch Gruppen, die ganz tolles Zeug gemacht haben. Aber ich denke, mit jeder Subkultur, mit jeder kleinen Gruppe ist immer die Gefahr, dass es zu sehr eine Blase wird und dass man in seiner eigenen Lebenseinstellung radikalisiert wird. Es ist auffällig, dass in der LGBT-Community Mental Health eine große Rolle spielt im Vergleich zu anderen Communities. Wie hast du das wahrgenommen? Es gibt jeder Bereich der Gesellschaft hat unterschiedliche Mental Health-Probleme, die häufiger auftreten. Insgesamt kann man sagen, dass Mental Health-Probleme in der LGBT-Community oder bei LGBT-Individuen wesentlich stärker vertreten sind. Und zum Beispiel bei Transgender-Leuten ist das, die haben, soweit ich weiß, die höchste Rate. Ja, ich meine, in dem Kontext ist es natürlich auch ganz interessant, wie anders das auch thematisiert wird in beispielsweise der Men's Rights Community. Also wie gesagt, in der LGBT-Community ist es ja auch ein wichtiger Bestandteil, dass man darüber redet und auch so von der Umgangsform her, dass man gegenseitigen Support hat. Mir persönlich ist aufgefallen, dass in sehr männlich dominierten Communities, also zum Beispiel auch der Men's Rights Bewegung, dass da das Thema Mental Health noch nicht so groß ist. Wie wirkt das auf dich? Auf jeden Fall. Allerdings bin ich kein Freund des Mental Health Support, den es momentan gibt. Und zwar weder für Frauen noch für LGBT-Leute und ganz besonders nicht für Männer. Denn ich denke, der Fokus ist extremst stark auf Opferrolle.
Und der Fokus ist sehr stark darauf, über die Probleme zu reden, was dazu führen kann, dass man in diesen, ich sag mal, in diesen Problemen ertrinkt. Anstatt zu sagen, okay, du hast Probleme, wie können wir die stärken? Und ich möchte auf jeden Fall eine viel stärkere Hilfe für heterosexuelle Männer, aber nicht in dem Sinne, so jetzt red einfach mal mehr über deine Probleme, sondern stark lösungsfokussiert. Dafür brauchen wir allerdings, sagen wir mal, männerspezifische Zonen oder Bereiche. Im Englischen würde ich es einen Safe Space nennen. Ich gehe zum Beispiel auf Männertreffen, wo wir in den Wald gehen und Lagerfeuer machen und in Zelten pennen und so weiter für ein paar Tage. Und da geht es jetzt überhaupt nicht um Mental Health. Aber unsere Probleme kommen dann, wenn wir am Lagerfeuer sitzen, wird eben drüber geredet. Und ich denke, dass wir insgesamt als Gesellschaft Bereiche aufbauen müssen, wo Leute sich sicher fühlen. Bereiche, wo Frauen sich sicher fühlen, Bereiche, wo Männer sich sicher fühlen und wo die über ihre Probleme reden können. Allerdings muss da auch jemand sein, der das in gewisser Weise leitet und der nicht sagt, komm, jetzt fühl dich nicht die ganze Zeit wie ein Opfer. Ich möchte jetzt nicht, dass Männer, auch wenn sie oft Opfer sind, ich möchte nicht, dass Männer in so eine Opferrolle schlittern, sondern ich möchte, dass es eher gesagt wird, okay, du hast gerade richtig viel Scheiße erlebt. Wie können wir dir helfen? Wie kannst du dir selber helfen? Aber im Prinzip hätte man dann ja auch schon wieder eine Community. Also klar, der Fokus wäre dann mehr auf lösungsorientierten Ansätzen. Aber das kann man ja theoretisch auch genauso in den LGBTQ-Communities umsetzen. Also wie würdest du da dann die Differenzierung sehen zwischen den zwei Communities und den zwei Lösungsansätzen? Der Unterschied ist, dass sowohl bei LGBT, auch bei Frauenorganisationen und bei, sagen wir mal, Organisationen, die jetzt zum Beispiel aus der schwarzen oder halt nicht weißen Community, ich weiß gar nicht, wie ihr das im Deutschsprachigen das jetzt bezeichnet, in diesen Bereichen ist seit Jahrzehnten eine Opferrolle festgelegt worden. Das heißt, wenn man LGBT ist, ist man Opfer des Patriarchats und der heteronormativen Gesellschaft. Das heißt, jeder, der da reingeht, weiß schon von vornherein, wer schuld ist. Und das sind heterosexuelle Männer und die Gesellschaft und so weiter und so fort. Diese Sprache haben heterosexuelle Männer nicht, weil das nicht gang und gäbe in unserer Gesellschaft ist. Wovor man sich tatsächlich allerdings schützen muss, ist, dass in diesen Gruppen nicht zu viele Menschen sind, die jetzt zum Beispiel sagen, oh, das ist alles die Schuld des Feminismus oder das ist alles die Schuld von Frauen oder das ist alles die Schuld von irgendeiner anderen Gruppe. Sobald zu viele Leute in einer Gruppe schon eine Antwort haben, wo das Problem liegt, kann man ja nicht mehr wirklich auf die Suche nach dem Problem gehen, weil das Problem schon festliegt. Das heißt, du bist im Prinzip für Diversität, aber halt, wie man so schön sagt, Diversity of Thought mehr als Diversität. Auf jeden Fall. In Form von anderer, durch andere Identitätsmerkmale. Ja, ja. Und deswegen, ich bin zum Beispiel ein Mensch, das ist einfach mein Grundwesenszug. Ich bin ein Contrarian, ich bin ein des Teufels Advokat. Das heißt, wenn ich in einer Gruppierung bin, wo zu viele Leute die gleiche Meinung haben, nehme ich in jedem Fall immer die Gegenmeinung an oder versuche dagegen zu steuern. Und das ist einer der Gründe, warum ich halt jetzt so stark in der Scottish Family Party bin und weil ich so aktiv als Männerrechtler bin, weil ich das Gefühl habe, dass in unserer Gesellschaft manche Ansichten kein Gehör finden und unterrepräsentiert sind. Und ich sehe es insofern als meine Pflicht, dafür einzutreten. Ich habe bemerkt, du scheinst eine Schnittstelle zu sein zwischen verschiedenen Communities. Würdest du sagen, Kommunikation ist zwischen Communities, aber auch zwischen politischen Extremen notwendig? Wie findest du, entwickelt es sich mit der Zeit? Grundsätzlich auf jeden Fall ja. Allerdings sehe ich momentan in unserer Gesellschaft, dass ich sehe, dass auf einem persönlichen Level ist das, glaube ich, noch möglich.
Online ist das schon nicht mehr möglich, weil man eben entpersonifiziert ist und auf politischer Ebene ist es überhaupt nicht mehr möglich. Wir sind momentan ja in einer Situation, ich glaube, es ist fair zu sagen, dass wenn die AfD ein Heilmittel für Krebs finden würde, würden alle anderen Parteien das trotzdem kategorisch ablehnen, einfach nur, weil es von der AfD kommt. Das heißt, es ist momentan keinerlei Kommunikation mehr möglich. Und da bin ich, was sehr tragisch ist. Im Persönlichen strebe ich Kommunikation noch an, aber ich denke, wir sind momentan in einer Zeit der Spaltung, nicht des Zusammenbringens. Und ich füge mich dem. Das heißt, ich füge mich dieser Spaltung und mache bei dieser Spaltung jetzt gerade mit. Allerdings bin ich mir der Gefahr dessen sehr, sehr bewusst und ich freue mich nicht darüber. Aber ich glaube nicht, dass man momentan noch etwas dagegen tun kann. Man kann das ein bisschen vergleichen mit einer Wildwasserfahrt, glaube ich, in einem Kanu. Und das Einzige, was du machen kannst, ist, dass du mit dem Ruder versuchst, um die Felsen drumherum zu steuern, damit das Boot nicht gegen die Felsen kracht. Das heißt, ich versuche gerade ein bisschen zu steuern, damit es in keiner Richtung zu extrem wird. Aber ich gebe mich nicht der Illusion hin, dass wir in einer guten Position sind gesellschaftlich. Ich glaube, es ist sehr, sehr bitter momentan. Wenn wir über Identity Politics reden, reden wir auch meistens eher über die linke Seite auf dem politischen Spektrum. Also LGBTQ-Themen, Frauenrechte oder Rassismus. Deswegen frage ich mich, ob du identitäre Bewegungen auch auf der rechten Seite kritisch siehst. Ja, auf jeden Fall. Identity Politics auf beiden Seiten ist, wenn es zu stark wird und Mainstream wird, unglaublich zerstörerisch. Ich denke, Identity Politics hat immer ihren Platz in der Gesellschaft und wenn man tatsächlich Identity Politics auf den kleinsten gemeinsamen Nenner runterfährt, ist es das Individuum. Denn letztendlich ist Identity Politics, bist du selber, du bist die Identität. Wenn das dann aber in größere Gruppen zusammengefügt wird, wie zum Beispiel Schwule oder Nicht-Weiße oder Frauen und daraus eine Gruppe gemacht wird und gesagt wird, dass alle gleiche Erfahrungen im Leben machen, dann wird das unglaublich gefährlich. Und das haben wir ja auch im Dritten Reich gesehen. Das Dritte Reich war Identity Politics. Und auch im Grunde war Kommunismus auch Identity Politics. Da ging es aber einfach das Proletariat gegen die Bourgeoisie. Und also Klasse kann genauso Identität sein. Genau, ganz genau, auf jeden Fall. Alles kann Identität sein. Ich glaube tatsächlich, dass jetzt zum Beispiel die Rechtsgerichteten momentan eigentlich nicht besonders auf Identität gucken, sondern eher auf was die Gesellschaft braucht. Allerdings, ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, aber hier merke ich das sehr, sehr stark. Auf der rechten Seite sprechen Leute immer mehr über Dinge wie Rasse und Sexualität. Und das kommt als direkte Reaktion auf die Identity Politics der linken Seite. Wir haben die ganze Zeit auf das Negativ irgendwie so konzentriert oder ein bisschen negativ über das ganze Thema gesprochen, aber siehst du da irgendwie Stärken oder Werte drin,
in dem Thema? Identität, nicht Identity Politics, aber Identität ist das, was uns stark macht. Und ich denke, wir haben jetzt so eine starke Identity Politics, weil individuelle Identitäten momentan sehr schwach sind. Und die Leute benutzen Identity Politics als eine Krücke. Ich denke, dass jeder wissen sollte, wer er ist, zumindest zum gewissen Grade. Ich denke, es ist ganz wichtig für Jungen zu wissen, dass sie Jungen sind und für Mädchen, dass sie Mädchen sind. Dieses Gender verwirren ist unglaublich gefährlich, sowohl im Bereich des Mental Health als auch einfach im Bereich unbesorgt aufwachsen. Aber die Entwicklung der Identität ist ja auch durchaus ein Prozess. Also das muss sich ja auch mit der Zeit entwickeln. Und wenn das nur in so vorgefertigte Muster fällt, die halt von der Gesellschaft genauso vorgeschrieben worden sind, schränkt das einen dann nicht auch ein bisschen ein in der Entwicklung der eigenen Identität? Also ich meine, du hast dich in deiner Jugend ja auch bewusst gegen soziale Normen gewehrt. Klar, ich meine, ich bin in Kleidern rumgelaufen, ich sah ja aus wie Marilyn Manson, das heißt, ich habe das ganz aktiv gemacht, aber ich denke, dass Kinder werden immer gegen Strukturen und Regeln verstoßen. Das ist eigentlich unsere Pflicht als Jugendliche. Aber wir können nur dann effektiv gegen Regeln verstoßen, wenn es Regeln gibt. Und ich denke, dass die Regeln uns eigentlich die Sicherheit geben, zu experimentieren. Wenn aber gar keine Regeln da sind, dann sind wir, glaube ich, ziemlich verloren. Und ich denke, es ist besser, gegen eine existierende Struktur zu rebellieren, als gegen Formlosigkeit zu rebellieren. Das geht nämlich nicht. Und zum Beispiel, wir sehen es jetzt in unserer Gesellschaft, momentan die Hälfte der Gesellschaft schreit nach mehr Ordnung durch zum Beispiel die Covid-Bestimmungen. Das ist ein Schrei nach massiver Ordnung vom Staat. Bitte kontrolliert uns. Im Englischen, im Amerikanischen heißt das Govern me harder, Daddy. Ich muss jetzt leider Schluss machen. Wir sprechen uns. Tschüssikowski. Ja, dann dir vielen lieben Dank, dass du Zeit für uns hattest, um über deine Perspektiven zu den Themen zu sprechen. Kein Ding. Tschüss.